Sie sind der Albtraum von jeder Hausfrau und jedem Hausmann. Sich mit ihnen umzuquälen, ist schlimmer als verkrügelte Hemper zu bügeln. Gemeint sind natürlich Küchenschaben. Seltsamerweise widmet sich ihre Artgenossen die sogenannten Totenkopfschaben, aber lieber sportlichen Aktivitäten als den Leckereien aus der Küche. So liefert sich die eckligen Viecher zu Dübendorf heisse Wettrennen. Über eine sonderbare Idee der Reptil-Food-Freaks, der delikate Beitrag von Pascal Billetter. Das wäre eine normale Reaktion, wenn man diese fetten Schaben in seiner Wohnung erblicken würde. Ganz anders die Reaktionen am Samstag in Dübendorf. Dort sind diese Totenkopfschaben im Mittelpunkt gestanden beim ersten nationalen Schabenwettrennen. Die Idee stammt ursprünglich aus Russland und dadurch, dass wir selber Schaben züchten, haben wir gesehen, dass die recht schnell rennen können. Und dann haben wir gedacht, aus Spass machen wir mal ein Schabenwettrennen, um zu schauen, wie schnell die sind. Oder? Auf 8 Bahnen krabbeln die schnellen Schaben um die Wette. Die Zuschauer können sich für 3 Franken pro Rennen eine kaufen. Darum muss man vor einem Krabbelfeiern genau studieren, dass man dann auch einen Gewinner auswählt. Was hast du geachtet? Auf die Aktivität in dem Plastikbehälter, wie sie unterwegs ist oder ob sie einfach nur anliegt. Dann heisst es Klappe auf und Vollgas geben, auch wenn die ein oder andere Schabe noch ein bisschen Motivation braucht, um die Strecke in Angriff zu nehmen. Doch schnell sind sie. Die beste Schabe hat nur 5 Sekunden für 3 Meter gebraucht. Stärken hat man sich auch noch können. Neben Würst ist dann aber auch noch ganz Kurioses in den Fritteusen herumgeschwommen. Also wir haben hier verschiedene Köstlichkeiten, unter anderem frittierte Mehlwürmer. Und eine besondere Delikatesse sind die ägyptischen Wanderheuschrecken. Die sind frittiert und super fein knusprig. Und wie schmeckt es? Tipptopp. Wie Pommes frites. Merkst du nichts. Schuhe knusprig. Die meisten Rennbesucher sind Kunden vom Reptil Food Center. Darum haben sich auch nicht geruset, die Ziegen dann auch ausführlich zu begutachten. Wie sie nicht grusig? Nein, eigentlich nicht. Die sind noch relativ gross. Weil sie so gross sind, sind sie nicht gross. So kleine Tierchen habe ich ein bisschen mehr, aber das. Nein, das. Das sagen sie dann. Ups, das wird nochmal zurücklaufen. Doch die Flucht dauert nicht lang. Denn das Schicksal dieser Schabe ist trotz Rennerfolg längstens besiegelt. Wer eine erfolgreiche Rennpferde ihren Lebensabend auf einer Weide verbringen darf, geht es unseren Schaben allen gleich. Sie landen früher oder später im Maul von so einer Krakenechse. Für Telezüge aus Dübendorf, Pascal Willeter.